Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Wir sind hier fertig und müssen zu unserem neuen Zuhause auf Intai Sai. Phoenix-System Argos Ro. Okay, da müssen wir da erstmal hin. Ich muss erstmal finden, wie ich zurück zum Schiff komme. Phoenix-System Argos Ro. Ja, das dürfte man aber eigentlich, denke ich mal, finden. Und die nächste Tür. Ich glaube, da hinten ist schon unser Schiff. Nee, noch nicht. Ah, da ist unser Schiff. Das ist die Luftschleuse, da ist die Normandy. So, erstmal wissen wir, ich liebe diese Musik, ne? Hier waren wir schon mal anscheinend. Shepards Wohnung, oh, da. Seine erdähnliche Atmosphäre macht Intai Sai zu einem Kandidaten für die menschliche Kolonisierung. Jedoch waren die extrem hohen Temperaturen und das trockene Klima ein Hindernis. Am Terraforming, bei der landwirtschaftlichen Nutzung. Es wurden wenige menschliche Städte gegründet, aber die Mehrheit der Menschen auf Intai Sai ist über die riesigen Wüsten verstreut und betreibt dort Windfarmen und geologische Forschungsstationen. Bewohner 150.000, jo. Unser neues Zuhause. Hat sich doch, ne, hat sich nicht gelohnt eigentlich. Kontaktieren Sie den Konvoi und Sie den Computer im Wohnbereich Ihres Apartments, um den Frachtkonvoi zu kontaktieren. Aha. Medigeld aufstocken, das ist ja natürlich nicht möglich. Man hat noch aufstocken. Aha, schön, schön hier. Nachrichten lesen. Was haben wir hier noch? Öffnen. Ah, ist nichts zu öffnen. Okay, Nachrichten lesen. Von XXX an Admiral Thaddeus Ahern. Admiral, der Konvoi wird sich für die ungefähre Dauer der nächsten Woche im Phoenix-System befinden. Ich habe mit den Captains über unsere Vereinbarung gesprochen. Sie können, wenn Sie wollen, wie immer eine Probe unserer Waffenlieferung erhalten. Wenn nicht, ist das kein Problem. Diese abgelegenen Kolonien können alle Waffen gebrauchen, die sie sich leisten können. Und wer weiß, vielleicht nutzt die Allianz ja ihre kostbare Zeit, um militärische Unterstützung anzubieten. Was? Zu kontaktieren, das Schiff wählen. MSV Collins, 5000 Credits. Übertragung abgeschlossen. Und jetzt? Und Sims Upgrade, Wolfram. Was? Hä? Was haben die das jetzt gebracht? Ach, hier. Ah, okay. Ach, schön. Was haben wir denn jetzt derzeit? Ein Rückstoßdämpfer 1. Plus 10% Schaden, minus 20 Feuerrate, minus 20 Hitzeabsorption, plus 7. Da mache ich lieber den Kühlkörper drauf. Und bei Munition nehme ich das Beste, was ich habe. Das 20. Minus 18 Abkühlungsreduzierung. Schaden für 5 Sekunden. Okay, nehmen Wolfram. 25 Schaden gegen synthetische Ziele. Das denke ich mal, wird noch am ehesten gebraucht. Rüstungsupgrades. Servogelenkung, Schmetterschaden, Schadensschutz, Gesundheitsregeneration. Okay, dafür bin ich. Wobei, das geht nicht. Granatwerfer nutze ich bestimmt nicht. So, jetzt. Das war's. Also.
diese ganze Quest, das ist ja ein ganzes DLC gewesen, hat es gebracht, dass wir ein Upgrade kriegen. Ja, wenn sich das nicht mal gelohnt hat, ne? So, gucken weiter. Ich, ja, nee, alles super. So, Shepherds Wohnung. Tashi. Herauszoomen. Hier waren wir, glaube ich, alles schon, oder? Ja. Okay, Pernica Station, Webinar. Wie kamen wir denn jetzt noch mal hier raus? Ah, mit rechts. Hydra. Ist da tatsächlich nichts? Ein anderes System rollen. Natürlich ist sonst echt nichts. Mhm. Haben wir das alles schon entdeckt hier? Ah, dann kennst du Gefahr der Stufe 2. Medgoss ist ein großer terrestrischer Planet mit einer Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid etc. Ah, okay, was haben wir da? Vandalus? Warmelos hat ein dichter Atmosphäre aus Stickstoff und Helium, die hauptsächlich aus Aluminium und Borax vorkommen, bestehende Oberfläche sengend heiß. 500 Grad Celsius oder so. Auf dem Planeten existiert ein riesiges Netzwerk unterirdischer Höhlen, die sich über tausende von Jahren durch Vulkanaktivitäten ausgebildet haben. In diesem relativ kühlen Bereich haben sich einige primitive Lebensformen entwickelt. Kanrum. Kanrum ist eine kleine felsige terrestrische Welt mit Spuren von Methan und Krypton in der Atmosphäre. Die Permafrostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Magnesiumsilikaten mit Vorkommen von Kohlenstoffen. Auf Kanrum wurde die kroganische Kriegsherrin Shiagu von turianischen Streitmächten während der kroganischen Rebellion besiegt. Was die kroganische Streitmacht so besonders machte, war weniger ihre Kampfkraft, sondern die Tatsache, dass sie einer Kriegsherrin unterstellt war, die zudem eine der wenigen fortpflanzungsfähigen Kroganerin war. Shiagu hatte sich durch Brutalität und Gerissenheit eine einzigartig wichtige Position unter den Kroganern gekämpft. Viele kroganische Männer kämpften darum, ihr zu dienen und mit sich mit ihr fortpflanzen zu dürfen. Als Shiagus Tod bekannt wurde, schworen ihre koranischen Bewunderer Rache und machten sich aus allen Teilen der Galaxie auf, die verantwortlichen turianischen Crews zu jagen. Am Ende starben tausende der turianischen Crewmitglieder im offenen Kämpfen oder durch Attentate. Bis heute sind viele Kuganer stolz darauf, von der Blutlinie Shiagus abzustammen. Und der äußerste Planet Syber. Syber ist eine normale Gasriese der Neptunklasse. Die oberen Schichten der Wasserstoff-Helium-Atmosphäre werden durch Spuren von Methan spektakulär blau eingefärbt. Okay. Also, ich weiß noch nicht, wo wir überall waren, ne? Aber wir machen mal weiter. Feindliche Übernahme. Gangsterboss eliminieren. Die beiden Gangsterbosse befinden sich im Hahn-System des Gemini-Sigma-Clusters. Also Hahn-System, Gemini-Sigma-Cluster. Ich mach das einfach mal von unten nach oben durch. Also, weiter geht nicht als Milchstraße. Okay, Hahn-System, Gemini-Sigma-Cluster. Ich muss mal gucken, ob das geht. Ob es das hier gibt. Alles klar. Gemini-Sigma-Cluster, da ist es. Ming und Hahn. Okay. Gehen wir zu Hahn. Ja. Schön. Oh, das ist toll, ne? So. Das ist das Sonnensystem. Patatallis. Oder Tallis, wie auch immer. Patatallis. Ist ein großer Felsenplanet mit einer ungewöhnlich dünnen Atmosphäre aus Wasserstoff und Kohlenstoffmonoxid. Die kalte Oberflächenschicht des Planeten enthält Vorkommen von Uran und an natürlichem Plutonium. Da die Planetenmasse vielmal höher ist als auf der Erde, müsste Patatallis dementsprechend eine sehr viel dichtere Atmosphäre haben. Mit diesen ungewöhnlichen Daten weckt der Planet das Interesse der Wissenschaftler. Aber die hohen Kosten für die nötigen Strahlenschutzausrüstung haben eine detaillierte Erkundung bis jetzt verhindert. Wie warm ist es? Oh, 0,06 Atmosphäre, minus 474 Grad Celsius.
leichten Metallvorkommen entdeckt. Mit der Metallscan haben sie ein großes Vorkommen von Beryllium. Na komm. Okay. Da haben wir Farkrotun. Der Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant Farkrotun lässt sich am besten durch seine Mode identifizieren. Einige Dutzend dieser Monde werden zu Skulpturen in Form eines Gliederfußwesens geformt. Der Ursprung dieser außerirdischen Tätigkeiten konnte von den Ratswissenschaftlern bis heute nicht geklärt werden. Die radiometrischen Daten lassen darauf hinweisen, dass die Monde schon vor einer halben Jahren bearbeitet wurden. Okay, der nächste innere Planet ist Mavigon. Machen die auch Navis? Warnung, Kältegefahr der Stufe 1. Mavigon ist ein kleiner Felsen-Eisplanet mit einer dünnen Atmosphäre aus Ammoniak und Methan. Die hauptsächlich aus Zinn- und Kaliumvorkommen bestehende Oberfläche ist permanent gefroren. Auf dem Planeten existiert eine einfache ammoniakbasierte Lebensform in der Nähe der unterirdischen Thermalquellen. Auf der Oberfläche treten schwere zyklische Stürme auf. Die Navigation kann durch die schlechten Sichtverhältnisse verhindert werden. Okay, wen nehmen wir mit? Birdnock und Tali. Das dürfte, denke ich mal, für die Gegend ganz nett sein. So. Wie konnte man das Ding nochmal steuern? So, schießen wir, alles perfekt. Gucken, ob es hier wieder Missionen gibt, deswegen mache ich das. Ah, da ist irgendwas. Frage mich immer, ist das richtig, was wir hier tun? Okay, da ist irgendeine Station oder irgendwas zumindest. Viel Schnee hier. Wir haben ja eine Hextro-Technologie. Gar kein Problem. Was haben wir hier? Na, wunderbar. Goldvorkommen. Achso. Wie ging das denn jetzt nochmal? Nein, was tut der denn da? Alter, diese Steuerung. Ich muss noch mal gucken. Steuerung im Fahrzeug. Antrieb, Bezug zur Norm, die. Keine Ahnung. Irgendwelche Vorkommen nur. Da hinten ist ein mumifizierter Salarianer. Aha. Warum können wir nicht mit diesen Dingen interagieren? Ich würde gerne aussteigen. War das nicht irgendwie... nein, nicht Hauptmenü. Steuerung, ich will aussteigen. Ja, gehen. Okay, es ist fehlgeschlagen, ich kann nicht raus. Nein, wie komme ich denn nochmal raus? Was? Marco. Was? Ein Fragezeichen. Ist eine Anomalie? Ja, ich. Nicht zurück zur Normandie. Oh, nicht. Falsch. Nein, nicht die Konsole. Aha. Irgendwie konnte ich hier raus. Artefakt bergen. Uiuiuiui. ID-Tag gefunden. Sie haben eine kleine einige kleine Artefakte gefunden. Darunter ist auch ein ID-Tag von Captain Stranaka, einem der salarianischen Soldaten, die mit der Suche nach den Salarianer-Ohren beauftragt wurden. Ja.
Ist halt so, ne? So, da ist noch das Syndikat-Versteck und da sind Trümmer. So, kommen wir über den Berg? Ei. Fahren wir in die richtige Richtung? Ein bisschen, zumindest. Wir sind nicht komplett in die falsche Richtung gefahren. Aber diese Steuerung ist ein Traum, ja? Ah, ich sehe es. Los! Gib Gas, okay. Aber mit so einem kleinen Hügel da kommt er doch bestimmt. Wenn die Steuerung das zu. Uiuiui. Na. Holla, das ist ja kein Problem. Und den Berg hoch. Eieiei. Oh Gottes Willen. Das ist ja vielleicht schrecklich. Oh. Ui. So. Schön. Könnt ihr jetzt aussteigen? Mit E? Mit R? Mit T? Mit Q? Ich finde es auch immer sehr gut, wenn sowas nicht in der Steuerung steht. Gebäude getreten. So, schnell speichern. Steuerung. Schön hier mal ohne Maske atmen zu können. Das Ding ist anscheinend im Berg, aber im Gebäude, so wie das aussieht. Oh. Vorsicht! Oh oh. Wow, was? Hey. Au. Au. Oder was? Na, nach den Kampfsituationen dürfte das ja kein Problem mehr darstellen. Echt? Oh, ei. Wie sind sie denn hin? So, hier der. Uiuiui, der wird mal, hier. So, der wird gelähmt. Eieieiei. Ne, erst den. Das war ein sauberer Headshot. Aua. Oh. Das bringt nichts. Ich kann nichts gegen tun. Ist er tot? Nein. Dich mache ich fertig. Das bezweifle ich. So, warum kann ich nicht? Eieieiei, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Oh. Stufenaufstieg, sehr schön. Aber, ne? So, Medizin-Kit. Medical. Schnell speichern. Ach ja, ist ja mitten im Kampf. Stimmt. Wow, Gangsterboss eliminiert. Helena hatte recht, diese Typen waren in üble Geschäfte versteckt. Aber das wird sich alles noch ändern. Das war einer. Fehlt noch einer. Okay. Sind wir hier?
hergekommen? Ich glaube, da waren wir hergekommen hier. Ich finde die Musik gerade geil. Die ist richtig. Die passt richtig zu so einer alten, verlassenen Bergbasis. Ja, hier kamen wir her, würde ich sagen. Wenn das da noch unbekannt ist. Ah, die kam hierher. Scheiße. Na egal. Nicht weiter schlimm. Alter, diese Hausmusik. Das ist richtig. Also ich stehe auf sowas. Mit sowas kannst du mich einfach weghauen. Sowas trübt zwar nicht über diese Kackteile des Spiels hinweg. Aber das macht es schon ein bisschen besser. Die Chiffrierung zu Fertigkeit zu gering. Okay. Fehlerhaftes Objekt öffnen. Verbessertes Visier, gehärtetes Gewebe. Nice. Technik-Kit, wir können das öffnen. Okay. Okay, Notfallinterface 3. Alles nehmen. Oh, ich habe immer noch das. Das will ich natürlich. Ah, ja, ne, ist mal das Ding. Ich will jetzt nicht so. Ne? So. Zwei die Sekunde sogar. Das ist sehr schön. Hört noch Wax. Muss mal gerade was gucken. Leertaste. Erdnock hat nämlich, wie gesagt, die Schrotflinte. Tali hat auch die Schrotflinte. Dementsprechend. Oh. Die machen beide ja deutlich mehr Schaden. Kriegt der? Ich glaube, dass Präzision bei dem nicht so wichtig ist. Der soll einfach mehr Schaden machen, genau. Und Munitionsupgrade. Hier gegen organische Ziele. Okay, und Rüstung kriegt er. Giftresistenz? Nee. Servogelenke, Schmetterschaden. Das hört sich doch gut an. Tali. Tali, die auch mit der Schrotflinte schießt. Die kriegt. Ja, höhere Präzision. Komm, machen wir das mal. Oh, oh, warte. Munition sollte sie vielleicht nämlich auch noch kriegen. Gegen synthetische Ziele. Die macht Giftschaden, so. Und in die Rüstung, da kriegt sie nämlich, dass sie länger leben kann. Also ich denke mal, ja, gehärtetes Gewebe dürfte das Beste sein. Oh, plus 40 Schilde. Und die hat schon viele Schilde. Das macht sie. Ja. So, und das Squad, genau. Da habe ich wieder zwei Punkte. Dechiffrierung könnte ich weitermachen. Oder ich mache Elektronik höher. Oder gar Erste Hilfe. Ich könnte auch Spectre Training, ne? Ich glaube, ich mache Spectre Training. So, und hier. Ja, jetzt nehme ich die Punkte. So, das fiel mir nämlich gar nicht ein. So, Warp-Dauer. Meisterhast es. Verursacht pro Sekunde 10 Schadenspunkte beim Ziel. Mindert den Schadensschutz des Ziels um 75%. So. Der hat immer noch 9, ne? Barriere. So. Das ist ein Traum, ist das. So, und Stase. Die Stase ist eigentlich auch ganz nice.
Warum kann ich das nicht machen? Ich frage einfach nicht. So, und Tali. Tali kriegt noch den letzten Punkt auf Elektronik. Alter, was hat die für eine Schildkapazität, ne? Verbessert den Tech-Schutz. Und noch mehr Schildkapazität. Dann hat sie das nämlich auch. Basispanzerung. Denke ich mal, dürfte am wichtigsten sein. Verbessert den Schadensschutz, weil die hat halt nicht so viel Kampfkraft, da brauchst du viel viel Schadensschutz. Oh, 40% des Schildes pro Sekunde. Das ist bei ihrem Mega-Schild halt ne? Da sag ich nichts gegen. Okay, hier ist nichts, also muss die andere auf der Aua. Hinter diesem Tor sein. Oh. User-Kit, Gemini 3. Und so. Okay, was ist, was habe ich bei Gemini 3? Ist das, nee. Nee. Also das ist mein Scharfschützengewehr. Ich habe mich gerade gefragt. Okay, was genau ist Gemini 3 dann? Ist das eine Waffe? Nein, warte. Hä? Oh, shit. Das will ich vielleicht haben. Muss ich mal gucken dann. So. Was heißt da? Leichte Dechiffrierung. Statue manuell zu überbrücken. Das war echt leicht. Leicht, Mensch und Universalwerkzeug. Kamille mit 3. So. Was bringt das? Schildbonus 0. Tech-Abkühlungsbonus 4. Ach du Scheiße. Das nehme ich auf jeden Fall. So, hier wahrscheinlich immer noch keine Pistole, die mehr Schaden verursacht. So. Ich habe hier noch diese beiden Gewehre, aber da habe ich eigentlich schon ganz gutes. Schilde und Schaden. Nee, das lohnt sich für mich nicht, denke ich mal. Okay, Nachkampf. Was? Hier sind wir, ne? Ich habe gar nicht nachgedacht. Klar, das andere ist natürlich, die andere ist, schade, ich dachte, ich kann schnell zur Normandie mit ein. Die andere befindet sich an dem anderen System. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, jetzt müssen wir hier noch raus, zur Normandy springen, Folge beenden, anderes System gehen. Alter, diese Musik ist so awesome. Okay. So. Oh Gott, wo ist unser Fahrzeug? Huch, was ist denn damit passiert? Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.